Hallo und willkommen zu einem neuen Sticky-Video. Ich glaube, das hier dürfte jetzt, ich decke mal hier so ein bisschen die Adresse, das letzte Retro-Pack sein, das ich bekommen hat. Man kann ja das Thema seines Packs immer mal ändern, also das heißt, wenn man sich irgendwann entscheidet, ich möchte jetzt nicht mehr Retro oder nicht mehr Cute oder so, dann kann man wechseln zwischen den verschiedenen Themen. Ja, und ich habe mich dann irgendwann entschieden, dass ich gerne mal dieses Pop-Pack ausprobieren wollte. Und da das Retro-Kit jetzt das von den beiden war, das ich jetzt weniger oft benutzt habe, habe ich mir gedacht, okay, dann tausche ich das dann ein. Das Cute Pack benutze ich ja relativ häufig, auch so in meinen normalen Journaling-Aktivitäten. So, und ja, ich glaube, das müsste dann das Februar-Kit sein. Oder das Januar-Kit. Ja, schauen wir einfach mal rein. So. In den Umschlag reingucken, dass ich auch nichts vergesse. Packen wir mal beiseite. So, da haben wir hier. Ja, das sieht doch ganz stark nach dem Februar-Kit aus. Das Thema ist Love Letters. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber mit Valentinstag kann ich nicht allzu viel anfangen. Oh, mir fällt gerade auf, dass hier nicht so ein Bindering drin ist. Ich weiß nicht, ob der jetzt absichtlich nicht drin ist oder ob das jetzt dann geändert wurde. Ich weiß, es gibt jetzt auch extra Ordner, die man sich kaufen kann. Vielleicht haben sie es deswegen weggelassen. So. Als erstes haben wir hier eine der Büroklammern mit Love. Ja, ganz niedlich, aber ich kann halt mit dem Wort nicht so viel anfangen. Also Liebe an sich ja, aber ich muss mir das jetzt nicht überall drauf tackern halt. Genauso wie halt Herzen, wobei ich diese hier sehr schön finde in diesen Regenbogenfarben und nicht einfach nur rot. Aber da steht halt auch wieder Love drauf. Das ist ja, ja. Ja, okay, im Journal kann man das schon ab und zu mal benutzen, weil man ja auch mal ausdrücken möchte, dass man irgendwas halt toll fand oder so. Oder ja. Deswegen, die werden schon Verwendung finden. Sind auch sehr hübsch. Also für Herzen sind sie sehr hübsch. Ich mag auch die Goldfolie. Und dann haben wir hier die Sticky Notes, die kommen mir ein bisschen unscharf rüber hier oben. Kann natürlich auch gewollt sein. Und hier natürlich auch wieder Love. Also scheint so ein Liebestrank mäßig zu sein. Und hier ein paar schöne goldfolierte Linien. So, und dann gucken wir mal hier hinten rein. Und da gehe ich mal die einzelnen Bögen mit euch durch und suche mir gleich mal einen aus, den ich mal als Rückseite benutzen kann. So, ja, hier haben wir einmal so eine japanischen, ja, schon in Richtung Kirschblütenzeit gehenden Sticker, die jetzt so irgendwie für mich jetzt nicht so viel mit Liebesbriefen zu tun haben. Aber ich finde sie dennoch sehr schön. Ich glaube aber, ich werde die extra packen, weil... Ja, wie gesagt, zum Thema passen die mir irgendwie nicht so wirklich. Dann haben wir hier so eine Herzen, Blumenherzen. Das hat für mich eher schon mit so in Richtung Kitsch zu tun, anstatt mit Retro. Aber ich finde sie sehr, sehr schön. Die haben auch so eine Papierhaptik. Sehr, sehr schön. Ja, ich bin, wie man hört, ein bisschen erkältet. So, dann haben wir hier so verschiedene Potions, Tränke und sowas. Ja, hier auch so ein Liebestränk irgendwie so. Finde ich ganz cool.
Ich mag solche Tränke und sowas. Finde ich ganz cool. So, dann haben wir hier Love mit Briefmarken. So, halt auch wieder Love, ne? Ich finde cool, dass das so ein bisschen wie so ein Geldschein aussieht. Und dann haben wir hier passend zum Thema, also hier ja auch schon passend zum Thema Brief, also wegen Liebesbrief. Dann hier so eine Poststempel, aber mit ja, Liebesbekundungen. Ja, ist ganz süß. Mal gucken, ob ich es irgendwie brauchen kann. Und dann haben wir hier allgemein so Briefmotiv. Finde ich ganz cool. Ja, hier so verschiedene Hände, die irgendwelche Sachen halten. Also Blumen und so. Ja. Ist ganz cool, um auch mal so auf was hinzudeuten oder so. Und dann hier als Hintergrund verwendet, haben wir hier noch so eine Kreis geschnittenen Sticker mit ja, diversen Putten und sowas alles. Ich gucke mir gerade den Schnitt an. Der ist bei manchen echt, echt grenzwertig gesetzt, muss ich sagen. Also die sind teilweise echt nach unten verrutscht. Ja, aber muss man gucken, ob die jetzt dann wirklich auch einen weißen Rand haben oder so. Wäre ein bisschen schade, wobei das jetzt auch nicht so, also das ist jetzt auch nicht so unbedingt mein Geschmack. Ich hoffe ja, dass der Pop-Pack dann ein bisschen öfter sogar noch meinen Geschmack treffen wird. Weil manchmal fand ich die Sachen im Retro-Pack halt doch ein bisschen kitschig, um es so zu sagen. So, also wie gesagt, den Pack, also die Sticker hier, die lasse ich jetzt erstmal außen vor, weil die haben für mich jetzt nicht wirklich viel mit Liebesbriefen zu tun. Und dann werde ich nochmal ausgucken, was ich dann mit euch journalen werde und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe mich jetzt für den 1. Dezember 2018 entschieden. Da hatte ich mit meinem Mann ein Date. Wir nehmen uns ja auch ab und zu mal eine Auszeit. Und ja, ich habe, wie ihr sehen könnt, als erstes hier einmal diese Sticky Note verwendet und suche mir jetzt eigentlich noch so ein bisschen passend irgendwelches Washi-Tape zurecht. Das finde ich, glaube ich, ein bisschen zu grell. Was mir eben noch aufgefallen ist bei diesem Monatspack hier, dass ja eigentlich jetzt auch immer so ein gesticktes, so ein Sticker noch dabei war, so ein besonderer. Und der war jetzt hier auch gar nicht dabei. Das wundert mich ein bisschen und ich frage mich, ob ich irgendwas nicht mitbekommen habe, dass da, ja, das entweder eingestellt wurde, sowas mitzusenden oder dass vielleicht irgendwelche Probleme aufgetreten sind. Keine Ahnung. Deswegen hoffe ich mal, dass es in den nächsten Packs, die ich dann auspacke, wieder dabei ist, weil ich fand diese Aufkleber, da habe ich ja, in meinem jetzigen, da habe ich, also diese hier, von denen hier rede ich, die, da waren ja immer welche in den letzten Packs dabei, aber hier war jetzt auch keiner dabei, deswegen irritiert mich das schon ein bisschen. Ja, mal gucken, wie jetzt die nächsten Packs dann wieder aussehen. So, also jedenfalls an dem Tag haben wir dann die Kids bei ihrer Oma gelassen. Und dann sind wir nach Braunschweig gefahren und haben erstmal die Abwesenheit der Kids genutzt, um ein paar Weihnachtsgeschenke für sie zu kaufen. Und anschließend waren wir auch noch allgemein in der Stadt und haben uns ein bisschen umgeschaut, ein bisschen das beginnende Weihnachtsgeschäft genossen. Ach nee, mehr Washi-Tape mache ich jetzt nicht. Und abschließend waren wir dann noch essen in einem Sushi-Laden in der Stadt. Das ist ein All-You-Can-Eat-Laden. Und ja, also da schmeckt es halt auch richtig toll und der Preis ist angemessen.
Und wir haben uns dann mal das Abendbrot-Buffet gegönnt. Normalerweise sind wir halt immer nachmittags da gewesen. Und jetzt haben wir mal das Abendbrot-Buffet ausprobiert. So. Natürlich, 1. Dezember hieß auch, dass die Adventskalender gestartet sind. Und wie ihr ja aus meinen vergangenen Videos mitbekommen habt, hatte ich ja davon nicht nur einen, sondern ein paar mehr. Und deswegen war es natürlich umso spannender. Und wir haben Jurassic Park geguckt noch abends. Diesen neuen Film, wie heißt denn das? World? Jurassic World heißt der eigentlich, ne? Naja, egal. Schrägstrich Jurassic Park World, damit mein Zukunftssicht sich weiterhin über meine Dummheit ärgern kann. Ja. Naja, aber aufgrund dessen, dass es hier ja irgendwo um ein Date ging, dachte ich mir so, ja, das wäre wahrscheinlich die passende Grundlage für dieses Monatskit. Und ja, deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden, werde das hier noch so ein bisschen ausdekorieren. Wobei die Sticker sind echt groß. Dieses You and Me fand ich dann zum Beispiel sehr passend. Also Valentinstag ist nicht meins. Jetzt ist es aktuell auch so, dass ja auch mein Sohn einen Tag vor Valentinstag dann auch Geburtstag hat. Und mein Mann und ich, wir waren halt auch nie so, dass wir jetzt Valentinstag irgendwie so speziell gefeiert haben. Deswegen wäre es für mich halt nicht sinnführend, den Valentinstag auszudekorieren, sondern ja, dann nehme ich halt lieber hier so ein Date. Tag, sag ich mal. Ja. Aber an sich finde ich die gar nicht schön. Was soll denn das ja auch so? Warum ist denn da eine römische 2? Muss man auch nicht verstehen. Ist das Herz ja auch ausgeschnitten? Ja, natürlich ist es das. Ich muss es nur abkriegen. Ja. Sehr schön. So, mal gucken, ob ich jetzt hier von dem hier oder so noch was. To my Valentine. Love. Nee, vielleicht eher so von denen hier. Vielleicht noch was. Alles zu groß. Von diesen einzelnen hier. Es strotzt eigentlich auch so Kitsch, obwohl wir eigentlich nicht so dieses kitschverliebte Pärchen sind. Sondern eher so der kumpelhafte Beziehungstyp, würde ich mal nett sagen. Naja, aber so kann ich wenigstens die Dinger mit dem Love hier so ein bisschen verballern. Ne? Deswegen ist es. Ich weiß nicht, ob das jetzt so an mir liegt, dass ich irgendwie so komisch drauf bin oder so, was das Thema Valentinstag und großartige Liebesbekundungen und so angeht. Weil ich mache das ja zum Beispiel auch nicht. Man sieht ja zum Beispiel Eltern, die irgendwie ständig Liebesbekundungen an ihre Kinder machen. Auch wenn ich das jetzt nicht schlecht heißen möchte. Ne? Jeder drückt irgendwie seine Liebe anders aus. Aber ich finde das halt irgendwie alles so kitschig irgendwo. Und deswegen würde ich das halt niemals machen. Aber wie gesagt, andere empfinden das schon wieder anders. Die meinen halt, dass sie das irgendwie ständig machen müssen, obwohl die Kinder das halt auch gar nicht lesen, weil sie noch zu klein sind oder so. Und gerade so Statusmeldungen und so, die verschwinden ja auch nach 24 Stunden. Das heißt, dein Kind wird nie gesehen haben, dass du ihm so solch eine Liebesbotschaft geschickt hast.
Ja. Finde ich halt alles irgendwie so ein bisschen kitschig und übertrieben. Aber wie gesagt, das ist nur meine persönliche Meinung und ihr sollt euch dadurch nicht angegriffen fühlen, wenn ihr das so macht. Das soll jeder so handhaben, wie er sich damit am wohlsten fühlt. Und ich fühle mich halt am wohlsten, wenn ich solche Sachen nicht schreibe und mache. Also alles gut. So, ja, das war das Februar-Pack vom Dicky-Club. Ja, wie gesagt, das war jetzt das letzte Retro-Pack bei mir. Ich habe jetzt erstmal das Pop-Pack laufen und mal sehen, ob ich nochmal wechseln werde. Ansonsten, tschüss, Retro-Pack. Tschüss, ihr Lieben. Danke fürs Zusehen.